So, moin, mein lieben Vlogger. Ich melde mich hier gerade aus dem Next Hotel bei Savoy Signature aus Madeira und habe jetzt 5 Tage hier verbracht und wollte euch einfach mal erzählen, wie das Zimmer so ist, beziehungsweise euch das Zimmer mal zeigen und euch so erzählen, wie ich es gefunden habe. Ich zeige euch jetzt zuerst das Badezimmer. Hier. Das war schon sehr wild. Ich switche jetzt mal die Kamera. Das Badezimmer hat mir sehr gut gefallen. Der Boden ist halt sehr hart, das ist so ein Marmorboden oder sowas, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sehr gut, wenn man im Bad ist und alles nass ist und so, ist kein Problem, wenn man hier was nass macht. Kein Holzboden oder sowas. Das hier zum Füße waschen oder sowas. Toilette auch 1A, geknicktes, gefaltetes Toilettenpapier. Dann ein Schminkspiegel. Habe ich jetzt nicht gebraucht, einen Föhn. Hier waren immer die ganzen Handtücher. Ist jetzt fast alles benutzt, aber waren auch immer sehr viele Handtücher. Da habe ich jeden Tag neu gemacht. Seifenspender. Rein optisch wirklich echt cool. Echt schön gemacht. Auch von der Bedienung her. Also das Bad hat mir sehr gut gefallen. Hier die Dusche, auch sehr wichtig. Das hätte ein bisschen größer sein können, war aber okay. Aber ich mag es, wenn es noch größer ist, die Regendusche. Hier ein Spender für Seife waschen dabei. Dann noch eine Handdusche. Genau. Also richtig entspannt hier zu duschen. Hier eine Besonderheit, seht ihr das? Hier kann man durch die Scheibe so ein bisschen leicht durchgucken. Ist eigentlich ganz cool. Genau. So ein bisschen transparent, man kann nicht so richtig durchgucken, aber so ein bisschen, man sieht die Schemen. Ihr seht das. Macht das Ganze so ein bisschen offener. Hier ist nochmal genau dieselbe Wand. Dann hier der Eingangsbereich, hier ist mein Gepäck. Hier unten. Hier eine Minibar, die war nicht gefüllt, also war dann nur ein Kühlschrank. Da habe ich dann meine ganzen Sachen eingelagert, Getränke und so weiter, richtig cool. Safe habe ich nicht benutzt. Hier ist dann noch eine Getränkeflasche und die Gläser. Hier ist auch ein Wasserkocher. Und Teetasten habe ich jetzt auch nicht benutzt. Auf jeden Fall cool, so eine kleine Ecke. Dann hier ein bisschen Eindruck vom Raum vielleicht. Genau. Lass es mal so ein bisschen wirken und zeige euch mal so ein bisschen rum. Also mir hat das Zimmer sehr, sehr gut gefallen. Schon direkt vom ersten Tag an hier. Auch, man sieht auch die indirekte Beleuchtung hier. Wunderschön. Auch abends richtig entspannt. Habe ich leider keine Aufnahme von. Hier ein Spiegel, perfekt, um sich fertig zu machen. Hier auch zum Hinsetzen, wenn man irgendwie die Schuhe zumachen muss. Dann hier eine Garderobe. Kann man alles schön hinhängen, offen. Hier habe ich dann meinen Koffer draufgelegt. Hier unten dann Handtücher und so. Und hier ist, glaube ich, noch Schuhe und Wäsche stehen. Genau. Dann hier ist leider keine Steckdose. Ist da ein Steck? Doch, hier ist eine Steckdose auf der linken Seite. Genau. Hier eine Steckdose, um die Sachen zu laden. Genau. Und dann hier so Lampen, die so ein bisschen, wie nennt sich das denn? Ihr wisst, was ich meine. Diese Lampen machen sehr geiles Licht. Auf jeden Fall abends mega entspannt. Habe jetzt leider keine Aufnahmen. Bett richtig cool. Einzigster Negativpunkt, ich weiß, es ist bei fast allen so. Es sind zwei Einzelbetten und warum? Warum zwei Einzelbetten? Man kann sich dann immer nur auf die eine Seite legen oder auf die andere. Wenn man sich mal so richtig lang flitzen will, dann liegt man so in der Kuhle. Und naja, das verstehe ich nicht. Das ist der einzige Negativpunkt, wirklich der einzigste. Ansonsten hier super schön. Und das ist natürlich richtig geil. Dieser Fernseher. Also ich würde mal sagen, 46 Zoll, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Richtig geil. Hat auch Apple Play und so ein bisschen weiter. Apple Play ging irgendwie nicht. Also ich konnte mich nicht connecten. Habe aber bei der Rezeption angerufen. Die meinten, das geht momentan nicht. Dass sie sich darum kümmern. Mal gucken. Und es geht nur mit Android momentan. Die haben mir aber dann ein HDMI-Kabel gegeben, was ich sehr entspannt fand. Das ging dann auch. Habe ich mit meinem MacBook verknüpft. Und dann kannst du hier einfach richtig geil chillst hier auf dem Bett und hast einen richtig geilen Fernseher. Also im Ernst, das ist die perfekte Position, um Fernsehen zu gucken und auch in die perfekte Größe. Einfach nur geil. So, hier Arbeitsbereich war für mich mega wichtig, weil ich hier auch gearbeitet habe. Sofa auch entspannt, habe ich ein paar Mal auch gesessen, aber auch nicht viel. Genau. Hier mein Key. Die Tür, damit muss man auch den Fahrstuhl und so weiter bedienen. Hat immer gut geklappt.
beim anderen Hotel hatte ich das Problem, dass immer, dass er sich immer ständig entladen hat. Und dann musste ich, glaube ich, innerhalb von einer Woche zwei oder dreimal den auffüllen. Hier hatte ich das Problem gar nicht. Hat komplett durchgehalten. Gab keine Probleme. Bei irgendwo ein- oder auschecken, das hat immer geklappt. Genau. Dann hier der Balkon. Sehr, sehr nice. Schön schlicht gehalten, klein. Also was halt klein, aber hier zum Handtuch trocknen, perfekt. Platz. Man hat auch richtig viele Handtücher. Die braucht man auch fast gar nicht. Hier unten ist der Pool. Da hat man auch mal, hier ist ein Stand, der hier. Hat man einfach an Handtüchern bekommen. Das heißt, man musste keins mehr runterschleppen. Genauso im Fitnessstudio. Man musste nichts mehr runterschleppen. Man hat dann im Fitnessstudio einfach ein Handtuch bekommen. Das Einzige, wo man keinen bekommen hat, war auf dem Dach oben. Und auf im Saunabereich. Da musste man dann das Handtuch mitnehmen vom Baum. Genau. Balkon mega entspannt. Und jetzt, Leute, die Aussicht. Hier ist das Royal Savoy, das ist das Partnerhotel, also es gehört alles zu Savoy, aber das ist das Royal Savoy und wir sind gerade im Next Savoy. Das ist aber nur der Vorderbereich, also das sind, glaube ich, ich weiß nicht, ob da auch Zimmer drin sind oder nicht. Das weiß ich nicht, weil hier haben wir auch so ein Vorderhaus, doch da sind auch Zimmer drin. Wahrscheinlich sind auch Zimmer drin, aber das Haupthotel ist halt weiter hinten, das ist ganz groß. Das ist nicht unser Pool, der gehört zum Royal Savoy, der Pool. Der Pool, das hier ist unser Pool. Man sieht den nicht. Der Pool ist hier hinter dem Gebäude. War jetzt nichts Besonderes, war halt ein schöner Pool. Aber war entspannt. Und hier hat man noch einen Meerzugang, wo man auch springen kann, so 2-3 Meter hoch. Kann man dann, also es ist die Höhe und dann kann man einfach so reinspringen, ist ja auch gemacht. Und hier ist so ein Durchübergang, wo man dann so rübergehen kann. Genau. Also, wie ist das Zimmer? Ich bin zufrieden. Es war ein mega geiler Aufenthalt. Es war bisher das beste Hotel, ich glaube, in dem ich jeweils war. Auch von den Mitarbeitern und so. Einfach nur geil. Also Ausstattung, das Bett war sehr bequem. Richtig nice. So, was kostet es jetzt, fragt ihr euch bestimmt. Also ich habe jetzt mal geguckt, was es normalerweise kosten würde. Ich glaube 250 Euro die Nacht. Was schon echt viel ist. Ich habe jetzt das Zimmer genommen mit Meerblick. Das hat 100 Euro Aufschlag gekostet. Ich habe 5 Tage gebucht, habe aber insgesamt nur 670 Euro bezahlt. Also das war sozusagen Angebot oder so. Das war irgendwie reduziert. Ich hätte auch nur 570 bezahlen können, glaube ich, oder 567. Dann hätte ich aber keinen Mehrblick gehabt. Und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt schon mal so ein geiles Hotel nehme, dann auch mit Mehrblick, dass man so die volle Action hat. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Richtig geil. Ich bin richtig froh, dass ich es gemacht habe, weil es die Erfahrung nochmal deutlich besser gemacht hat. Also 670 Euro für 5 Nächte. Mega geil. Wenn ihr euch denkt, ihr wacht auf. Ja, ich liege jetzt im Bett. Ja, Schuhe. Ich habe die Schuhe jetzt nicht auf dem. Ach, ich mache die hier zur Seite. Und ihr wacht auf und seht. Man sieht es auf dem Video nicht so gut, aber man sieht einfach den Ozean schon. Man kommt auch gut mit Fenster offen schlafen, so dann hört man noch das Rauschen. Einfach nur geil. Und dann steht er hier auf und dann zack. Und dann bin ich so arbeiten, sitze hier so auf meinem Platz, gucke so aufs Meer. So, das ist meine Aussicht, wenn ich gearbeitet habe. Ja, der Schuh ist jetzt im Weg. Und dann gucke ich so auf Meer und dann fährt da einfach so ein Piraten. Hier ist so ein Piratenschiff lang. Hier gibt es so ein Piratenschiff, was hier immer lang fährt. Wenn ihr auch schon mitgefahren habt, vielleicht war das so gesehen. Einfach nur geil. Also es ist echt Luxus. Super schön. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Ich bin schon etwas spät. Und hätte um 12 auschecken müssen. Ist glaube ich jetzt schon 12:30, aber mal gucken. Ob sie sich beschweren, ich glaube nicht. Die waren mega entspannt bisher immer. Und jetzt geht's ins Hostel. Die komplette gegenteilige Welt. Da habe ich jetzt, glaube ich, bis Dienstag gebucht. Also auch, glaube ich, 5 Nächte, 4 oder 5. Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag, Sonntag auf Montag. 4 Nächte. Und ich habe 88 Euro bezahlt. Also das ist so das komplette Kontrastprogramm dazu. Sah aber gut aus, das Hostel. Und ich habe auch Bock auf so ein bisschen Action. Wegen Arbeit muss ich gucken, wie ich das mache. Wahrscheinlich dann irgendwie Coworking Space oder so. Aber das ist ja jetzt nicht Thema des Videos. Von daher würde ich sagen, das war's. Und abgeflogen.